Mario Götzes Bruder Felix räumt auf. Der Bayern-Verteidiger verschafft sich beim International Champions Cup gegen Chelsea mächtig Respekt. Egal wie groß die Namen sind, Götze wirft sich in jeden Zweikampf. Der 19-Jährige wird erst in der 64. Minute eingewechselt, zeigt aber sofort Präsenz mit vollem Körpereinsatz. Vor allem vor Chelseas Neuzugang Alvaro Morata hat er keinerlei Angst und lässt den Stürmer kompromisslos auflaufen. Nicht mal 7 Minuten später die zweite Auflage des Duells. Wieder langt Götze gegen den 65-Millionen-Mann kräftig zu und wieder gibt es kein Gelb. Seit dieser Saison gehört der Innenverteidiger offiziell zum Profikader des Rekordmeisters. Gut für den FC Bayern, dass da ein junger Spieler ist, der furchtlos gegen die Stars zu Werke geht. Allerdings sollte sich Götze in Zukunft ein bisschen bremsen, denn solch ungestüme Aktionen können gerade in der Champions League gerne mal nach hinten losgehen. Andererseits sind sie vielleicht auch ein Vorteil, wie diese Szene gegen Victor Moses zeigt. Der Außenstürmer schubst den Youngster. In wichtigen Spielen könnte so mancher Gegner im Duell mit Götze die Nerven verlieren und vom Platz fliegen. Felix Götze ist ein unbequemer Verteidiger, der die nötige Selbstsicherheit mitbringt, um bei den Bayern in Zukunft eine Rolle zu spielen.